Alter Junge, ist das Ding am Knallen. Der dritte Gang ist nicht mehr vorhanden. Nein. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir sind ja auf der Filmautobahn von Alarm für Cobra 11 und drücken immer ein bisschen. Also ich bin mit meinem GTR da. Und hier haben wir ja, so einen richtig unscheinbaren Audi A3, wo ich mir jetzt erstmal denken würde, das ist von der Oma. Hi. Das ist Paul, der hat hier die Strecke organisiert und das ist der Fahrer vom, vom Oma A3, sag ich mal. So, hier haben wir den A3 und seinen Besitzer. Ein Audi A3 aus 2004, das Original ein 3.2er oder als Golf 5 Pendant an R32. Motor ist umgebaut auf R30. Ja, ist ein Gerät GTW 38 draufgekommen, unter anderem ein E-Booster aus dem Audi SQ7. Das ist ein elektrisch angetriebener Verdichter, der auf 48 Volt arbeitet, mit einer Batterie, die im Kofferraum sitzt. Den nutzt man dazu, um untenrum mehr Drehmoment zu generieren, im kleineren Drehzahlbereich, wo der große Lader noch nicht anfängt zu spulen. Ja. Und B, kann man dadurch auch den größeren Lader früher anspulen lassen. Der dreht früher hoch. Daher hat er auch hier zwei Drosselklappen verbaut. Ist halt alles Marke Eigenbau, aber funktioniert. Ja, top. Das ist immer geil, wenn man das alles selber macht. Ja, ja, und ansonsten am Motor alles natürlich gemacht, was man so machen muss. Das sieht auf jeden Fall schon noch ein bisschen Gewusel aus, aber das ist jetzt erstmal nicht schlecht. Ne? So, gucken wir uns das Ding nochmal an hier. Die ganze Technik dazu. Ich versuche mal ein bisschen so. Ja, ja, so ist top. Ja, halt Spritzsystem, Wassermethanol ist noch verbaut. Ach krass, das ist ja Endstufe. Ja. So, jetzt natürlich die Frage der Fragen, was kann das Ding? Ja, aktuell sind wir bei ca. 750 PS und grob 900 Newtonmeter Drehmoment. Alter, also so, da muss man erstmal drauf klarkommen hier, ne? Also das ist ein Audi A3, der aussieht wie von Oma und der hat ja so viel Power wie ein Lambo. Das ist schon krass. Ja, also ohne Scheiß so unauffällig, ne? Also wenn ich mir das Ding hier angucke, das ist er, total Standard. Scheinwerfer schon so ein bisschen blind geworden hier. Originale Felgen drauf. Komplett normal. Das Einzige, was so ein bisschen was verrät, ist hier das dicke Endrohr. So, ja, jetzt haben wir hier die Filmautobahn von Alarm für Cobra 11. Und ich würde sagen, wir drücken mal ein Ründchen. Was denkst du? Wir werden sehen. Audi oder AMG? So, ich werde jetzt hier mit meinem AMG drücken. Der hat 585 PS und 700 Newtonmeter, damit wir hier mal die Fakten konkret vergleichen können. Ja, ich bin mega gespannt, ey. So, wir befinden uns hier in Pauls Pornomobil hier. So übelstes orangenes, braunes Leder hier. G750. Ja, ab geht's, ey. Dem Standard-Audi hier. Junge, mach Schiebe dazu, da bist du schneller. Okay, ab dem ersten Böller geht das los, ne? Und dann ziehe ich hier warten mit dem Kaffee. Beim Treiber hupen, ne? G-Klasse, ne? Das ist kein Sportwagen, das ist ein LKW. Und Paul ist hier so am Durchdrehen, ey. Da kriegt man schon ein bisschen Angst, ey. Warte! Oh. Kannst du denn vom langsam rollen? Ja, aber zweiter Gang da nur, weil von ersten zwei Schalten ist scheiße. Ja. Machen wir gleich auf die andere Seite nochmal von 50.
das letzte Mal und dann machen wir das mal mit Ricardo. Ja. Alles nicht. Ich hab da jetzt Spino an. Scheiße. Dreimal hupen ab ersten Pfosten, ja? Okay. Boah, Beifahrer ist echt uncool, ey. Oh, Scheiße, ey. So, dann legen wir mal los hier. Also, G-Klasse gegen GTR. Ich bin gespannt. Ja, die feiern jetzt schon den Sieg hier, aber nee, hier. Junge, Junge, der ist echt verrückt, der Kerl, ey. Das ist ein LKW und der Kerl steht in der Kurve voll auf dem Gas, ne? Krank, krank einfach, ey. So, jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Ich dachte, es geht hier heute eigentlich nur um Driften. Hab schon hier 3,7 Bar hinten auf den Reifen drauf. Das heißt, ich habe eine Ausrede. Nein, ich habe natürlich jetzt auch eine Ausrede, aber die zähle eh nicht. Ausreden gibt's nicht. Wir gucken einfach mal. Was jetzt natürlich so ein bisschen unfair ist, ne? Hier Paul hat sich jetzt auf den Beifahrersitz gesetzt. Ey, jetzt sag ich gewichtsmäßig sind wir jetzt hier eindeutig im Nachteil, ne? Will ich nur vorher schon mal klarstellen. Dreimal hupen und dann beim dritten Mal los. Nein! Zweiter Synchronring, das war aber schon seit einer Woche. Jetzt drei geht nicht mehr rein. Shitte. Das ist normal. Wir haben schon gedacht, du hast den Motor unterwegs von also, uns. Also kriegst du nicht mehr. Yes. Ich roll mal jetzt mit dem ersten Schritt, guck, dass ich in vier komme und dann ist Ende. Ja, dann können wir ab dem vierten noch drücken, oder nicht? Oder erste und zweite! Die letzte Zähne dazwischen, alles ganz vorbei. Shit, ey. Kacke. So, junger Mann, wir führen jetzt mit Ihnen eine Schallmessung durch. Ne? Ich habe da so eine ganz gefährliche App drauf. Oh nein. Ja. Sehe ich für 80 cm Abstand. So, ey, warte mal. Also los. Sound kann er auf jeden Fall hier. Alter Junge! So, und dann wunderst du dich noch, dass hier der dritte Gang hier rausfliegt, ne? Ja, also was ist jetzt hier genau abgegangen so? Kannst du mal kurz erklären? Dritter Gang will nicht mehr rein. Der ist ausgestiegen. Er hat gesagt, er macht bei dem Scheiß nicht mehr mit. Ja, scheiße gelaufen, ey. Ja, wie Course Racer. Ja, das gehört leider dazu, ne? So, was lernen wir jetzt aus der ganzen Geschichte? Also ich finde generell diese Umbaukarren mega. Wie der R3 zum Beispiel gerade. Man sieht einfach nicht, was der für eine Power hat. Und dann aus so einem kleinen Motor so viel Leistung mit dicken Ladern und. Wirklich Hammer. Nur der einzige Knackpunkt,
es hält immer nicht so. Also ich habe das früher auch gemacht. Ich habe damals einen 335 gehabt, habe den umgebaut, habe eine Corvette gehabt, habe die umgebaut, also auch motormäßig was gemacht. Aber ich habe wirklich immer schlechte Erfahrungen damit gemacht. So, dann fährst du einfach, hackst das Ding den ganzen Tag durch und bam, fliegt wieder irgendwas auseinander. Ne? Vor allem, man steckt auch immer wieder Kohle rein. Ne? Ich habe in die Corvette ohne Ende Geld gepumpt, weil immer wieder was kaputt gegangen ist. Und jedes Mal habe ich sie wieder fertig machen lassen oder teilweise sogar selber fertig gemacht. Habe mir gedacht, so, jetzt habe ich wirklich alles neu und jetzt kann nichts mehr kaputt gehen. Hat nicht funktioniert. Nächste Woche wieder was kaputt. Ja, wenn man jetzt so einen Umbau anfängt, dann muss man den wirklich von vorne bis hinten tutti completi machen, mit allen Kleinigkeiten. Man muss sich das vorstellen, das ist wie so ein Uhrwerk, was ganz viele Zahnräder hat. Gibt man da jetzt auf ein Zahnrad richtig Druck und die anderen Zahnräder spielen aber alle gar nicht mit, so, dann läuft dieses Uhrwerk nicht. Und dann ist das wie beim Auto, dann läuft das Auto nicht. Wenn das Getriebe hops geht, kannst du auch nicht mehr fahren. Ne? Ja, deswegen ist der motormäßig auch noch Serie. Das versaut einem immer den ganzen Tag. Ne? Da musst du mit einem kaputten Auto nach Hause. Immer eine scheiß Nummer. Deswegen, ja, ich habe aber auch noch einen Umbau vor. Auf Dauer möchte ich da auch gerne noch so um die 850, 900 PS rausholen. Ja, nur ich gucke dann, dass ich es echt wirklich von vorne bis hinten richtig vernünftig mache. Und dann schauen wir mal weiter. So, jetzt habe ich auch genug gequatscht. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!